Hallo allerseits, ich bin hier auf der Spielwarenmesse auf der Neuheitenschau für die Presse am Tag vor Messebeginn und hier am Stand von Wonder Workshop. Das ist ein Unternehmen, das letztes Jahr schon mal einen Spielcomputer namens Dash vorgestellt hat in bunten Farben als rollender Roboter für kleine Kinder. Ab welches Alter? Das ist ab 6 Jahren. Und ich bin hier im Gespräch mit Simona Honerbach vom Marketing von Wonder Workshop, die hier jetzt eben auch uns das zeigt, was das Neue kann. Es gibt jetzt eine neue Generation. Der eine war für die kleineren Kinder, der neue, der jetzt kommt, der ist für wen gedacht? Genau, der heißt Q und ist für Kinder ab 11 Jahren. Das ist also der Q in etwas erwachseneren Farben, sehe ich das jetzt auch gleich. Ist er technisch dann auch anders? Ja, also die Sensoren sind noch ein bisschen ausgefeilter und die Prozessoren im Inneren auch, aber vor allen Dingen die App ist neu. Mhm. Und zwar haben wir das Programmieren auf ein neues Level gebracht. Kinder können mit Q Block programmieren lernen und wenn sie das gemeistert haben, können sie einfach zu JavaScript wechseln. Das heißt, innerhalb der App kann ich vom blockbasierten Programmieren zum textbasierten Programmieren wechseln. Mhm. Und Q ist außerdem extrem interaktiv und kommunikativ. Mhm. Das heißt, es gibt auch eine Chatbot-Funktion hier drin. Man kann sich mit dem Roboter unterhalten, man kann ihn personalisieren, indem man einen von 4 verschiedenen Charakteren. Können wir das uns jetzt mal anschauen, ja, wie das so läuft? Das ist jetzt hier die App. Genau. So. Ich kann ihn einerseits ganz simpel steuern, wie ein kleines Auto. Oder genau, hier in der. Wir sollten vielleicht ein bisschen weiter weggehen, wenn wir hier neben. Ja. Können wir doch irgendwo hingehen, wenn wir Geräusche, Nebengeräusche haben. Ja, gut. Ja. Können wir das dann machen wir es da oben. Weil sonst das Interview nebendran stört jetzt leider auch ein bisschen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mit dem Roboter chatten und zum Beispiel eine Aufforderung geben wie Sing a Song und Q Sing. Zero robots and humans, friends forever. Das ist jetzt einer der weiblichen Avatare. Es gibt da verschiedene Varianten und natürlich die Stimmen und Charaktere sind dann immer ganz anders. Und genau, dann können wir einmal in den Code-Bereich reinschauen. Da gibt es so kleine Herausforderungen, das heißt, die Kinder lernen nach und nach, wie es funktioniert. Es ist wirklich für jedes Level keine Vorkenntnisse nötig. Und dann können wir in der freien Programmierumgebung haben wir so eine Scratch-basierte Block-Programmieroberfläche. Das heißt, wir können hier zum Beispiel, ich mache jetzt mal nicht so weit vorwärts, damit. So, jetzt sagen wir, ich fahre 11 cm vor mit der Geschwindigkeit 20 cm die Sekunde. Wenn ich jetzt auf Start drücke, dann macht er das. Und wenn ich das jetzt in JavaScript machen möchte, ist es einfach nur einen Klick entfernt. Das heißt, ich sehe von der spielerischen Sprache sofort per Umschalten, wie das in Java ausschaut, in JavaScript. Genau, natürlich kann ich hier auch weitermachen. Das heißt, ich bekomme dann so Vorschläge, kann aber auch jeden beliebigen JavaScript-Befehl eintragen. Und genau, wenn ich Fehler. Und wenn mir das dann wieder zu kompliziert ist, gehe ich wieder auf die Bildsprache zurück? Genau, ich kann dann einfach wechseln und sehen, wie es aussieht. Ich kann auch hier zum Beispiel, wenn ich einen Fehler mache, wird mir das schon ein bisschen angezeigt. Wenn ich dann zurückwechseln möchte, sagt es mir, das Programm hat einen Fehler, dann kann ich meinen Fehler korrigieren oder löschen und halt immer wieder ganz einfach zurückswitchen. Und so lernen Kinder vom Blockbasierten zum Textbasierten zu kommen. Was kostet der Spaß und ab wann ist er lieferbar, der Q? Ja, Q ist seit vergangener Woche lieferbar, schon lieferbar. Und kostet 189,99 im Handel. Und die Hardware ist quasi Q, das ist der Preis für Q und die Apps sind alle kostenlos. Ja. Können wir den Q mal fahren lassen am Boden, dass der mal so richtig rumflitzt, damit wir sehen, dass der auch relativ flott fährt. Und nicht nur so irgendwie am Regal stumm daher. Das heißt, man kann ihn auch manuell steuern? Genau, es gibt wieder die Steuerung, die es bereits beim Dash gab, wo man dann einfach so ein ferngesteuertes Auto fahren darf. Oder eben Wege vorprogrammieren und bestimmte Szenarien einprogrammieren, das kann man auch machen. Genau. Und hier steuern wir es jetzt ganz normal. Ja.
Er hat auch intelligente Modi. Ich zeige das einmal. Es gibt einmal einen Seek- und einen Avoid-Modus. Der Seek-Modus, da stellen sich die Sensoren ein. Und dann kann man mit ihm auch tatsächlich Fußball spielen. Also er folgt dann auf den Fuß. Und Avoid macht das Gegenteil. Genau. So können wir ihn dann so durch den Raum schicken. Das heißt, das sind Bewegungssensoren, Ultraschallsensoren oder was ist da eingebaut? Genau, das sind Hindernissensoren, also aha, die gehen nach Hindernissen. Mhm. Und jetzt muss ich einmal hier gerade schauen. Das ist leider, ja. Also es gibt auch so automatische Bereiche, wo man quasi das Ganze automatisiert hat und dann zum Beispiel auch so mit verschiedene Funktionen des Roboters kombinieren kann. Also ich kann hier zum Beispiel zwei Funktionen miteinander verbinden. Mhm. Zum Beispiel sagen, ich möchte, dass die, die Farben des Roboters verbunden werden mit, sagen wir, dem Front Sensor. Und wenn ich das so einstelle, gehe einmal runter und es dann startet, dann sehen wir hier, dass die beiden Bereiche untereinander verbunden werden. Das heißt, parallele Befehlsabfolgen sind mit Q möglich. Mhm. Gut. Und ich sehe hier gerade nebendran, dass der so richtig runtergefallen ist. Ja. Können wir das hier auch mal machen? Können wir den mal fallen lassen? Ja, gerne. Das heißt, der hält es wirklich aus? Aus welcher Höhe? Der ist ursprünglich natürlich auch für den Einsatz in Schulen gedacht. Und Kinderzimmer, also Spielzeug muss einfach robust sein. Und das nehmen wir auch ernst. Jetzt sind wir so bei 1,50 Meter ungefähr und jetzt lassen wir fallen, oder? Und der lebt weiter? Ja. Toll. So. Nichts getan. Ja. Genau. Ja, so muss Kinderspielzeug sein, robust. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich das damals schon gehabt hätte, wie ich noch klein war, hätte ich das Programmieren wirklich schneller gelernt. Ich musste das alles ja damals noch sehr mühsam lernen, weil die Computer damals eben zu der Zeit bei weitem nicht das konnten, was heute schon ein kleiner Computer kann, selbst die größten nicht. So, das war's hier vom Stand von Wonder Workshop auf der Spielwarenmesse, auf der Neuheitenschau. Und es hat mir Spaß gemacht, hier zu sehen, was aus dem letzten Dash vom letzten Jahr geworden ist, dass der jetzt hier Fortschritte macht und dass der jetzt hier auch die etwas älteren Kinder ansprechen kann und Jugendliche. Und kann man durchaus auch vorstellen, vielleicht auch irgendwelche Erwachsenen, die mal in die Programmierung einsteigen wollen und das noch nie vorher gemacht haben, könnten sich dann auch schnell zurechtfinden. Das war's.